Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir starten ganz frisch mit dem DLC Das Schattenerbe. Gerade frisch runtergeladen und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was uns dort erwartet. Das erste DLC haben wir eigentlich gut gemeistert, muss ich sagen. Wir haben alle Trophäen erreicht, alles, was man erreichen kann. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt hier in der Episode 2 weitergeht. Und ja, schauen wir doch mal. Ich habe es übrigens schon angenommen, die Quest. Die bekommt man automatisch oder ist halt im Questmenü dann verfügbar. Und seltsame Gezeiten. Finde die Kontaktperson und sprich mit ihr. Die Kontaktperson erwähnte, er würde in Achaia warten. Er wartet an einem Aussichtspunkt in einem Dorf im westlichen Istiontal. Okay, das habe ich mir auch schon markiert. Ich hoffe mal, wir sind dann dort auch richtig. So, wir sind hier unten. Aktuell Stufe 62. Ich habe es leider nicht mehr bis 70 geschafft. Aber sollte auch locker gehen. So, Eicher. Und hier ist das Istiontal. Und ist der einzige Aussichtspunkt. Also muss er fast auch hier stehen. Ich würde sagen, wir reisen dort mal hin, Leute. Und wir können auch mal gleich ins Menü schauen, weil ich glaube, wir haben nämlich eine neue Fähigkeit dann auch bekommen. Und die werden wir natürlich gleich skillen. Ich habe ein paar Skillpunkte aufgehoben. Ich habe ja noch ein paar gemacht gehabt. 5 Stück oder so, glaube ich, sind es jetzt aktuell, was ich jetzt noch übrig habe. Und ja, die werden wir natürlich dann, werden wir natürlich mal gleich hernehmen dann für die neue Fähigkeit. Machen wir das Bildmarkgerät an, Leute. Servus. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich hier auf das zweite DLC oder die zweite Episode. Und ich bin gespannt, wie lange es geht. Mit dem ersten DLC, glaube ich, haben wir 10 Folgen gebraucht. Ist noch verstohlener als ich. Ja. Da ist er auch schon. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter gehen. Da ist er. Genau, Aussichtspunkt. Gut, wir reden aber jetzt noch nicht gleich mit ihm. Ich will erst noch schnell in meinen Fähigkeitsbaum schauen. Ah, da oben ist es auch schon. Verschieße kontinuierlich Pfeile, indem du R2 hältst. Jeder Schuss kostet 35% eines Adrenalinsegments und verursacht 60% Jägerschaden. Machen wir doch mal. Okay, wir müssen natürlich zuweisen. Jo, hier haben wir eh noch was frei. Und wir ballern das Ding mal gleich komplett hoch. Und wir haben ja ein bisschen Fähigkeitspunkte. Somit ist es auch oben komplett gut. Sehr schön. Und dann reden wir doch gleich mal mit ihm hier. Das ist doch der vom DLC 1, oder? Dareos, ruhst du dich je aus? Nach Makedonien? Nach dem Jäger? Nirgendwo in der griechischen Welt werden wir je wieder sicher sein. Wir nicht. Wir können niemals ruhen. Wir sind ständig auf der Flucht. Verweilst du zu lange, schnappen sie dich. So wirst du keinen Frieden finden. Keine Heimat, keine Verbindungen. Klingt nach einem einsamen Leben. Aber es ist ein Leben, Cassandra. Und die Alternative? Besser ein einsames Leben als gar kein Leben. Wird sich Natakas anschließen? Deshalb habe ich die Nachricht geschickt. Ärger? Wir suchten in Achaia ein Schiff zu fernen Gestaden. Ein simpler Plan, doch wie so viele simple Pläne. Wurde er kompliziert? Diese Flotte ist auf dem Weg nach Patrae. Sie ist nicht die erste. Da ist etwas faul. Ständige Militärpatrouillen, Seeblockaden. Natakas zog los, um uns ein Boot zu besorgen, aber er kam nicht zurück. Wir finden Natakas. Wird nicht schwer zu finden sein. Er nahm diese Straße nach Patrae. Dann fangen wir genau dort an. Folge mir. Ganz cooler. So hoch ist das gar nicht. Hey! Hey,
Hey du! Du da auf dem Dach! Ja? Das ist nicht dein Dach! Das stimmt. Folge Darius. Und Leute, ich wollte natürlich dazu sagen, ich werde die Folge natürlich wieder nicht so lange gestalten. Also ich denke mal so 25 bis 30 Minuten so um den Dreh rum. Werden wir das hier abfrühstücken. Komm her, mein Hütterhü. Okay, dann folgen wir ihm mal. Das werden wir, Darius. Bestimmt. Ich bin echt gespannt, ob wir am Ende von dem DLC hier, ob wir dann wirklich die verborgene Klinge hier bekommen. Nach Makedonien, aber vor Achaia. Was haben du und Natakas da gemacht? Wir haben überlebt. Klingt langweilig. Du hattest gehofft, ich unterhalte dich mit grandiosen Geschichten meiner legendären Abenteuer. Nun, ja. Wir haben uns bedeckt gehalten. Ich kann den mal schiffen auf ihren hier. In welche Richtung ging der Takas? Okay, wir müssen untersuchen. Eine schwere Rüstung und Blut, aber keine Leiche. Natakas hatte es wohl eilig, wenn er so ein Chaos hinterlässt. Diese Waffen gehörten einem Soldaten, nicht Natakas. Such weiter. Also wir raten es. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, wir müssen dann in das Lager rein. Okay, ist hier was? Darius, es gibt keine Spur von Natakas. Nur Vorräte und Kriegsgerät. Er ist untergetaucht. Gut. Alles klar. Sprich mit Darius. Ein Pfad, der in die Berge hinaufführt. Gehen wir. Na, mach mal! Los! Was macht dich so sicher, dass Natakas hier lang ging? Manchmal muss man weiter vorausschauen und schärfer nachdenken. Ella. Da waren Wachen an der Brücke. Hast du nicht gesehen? Offenes Gelände! So wäre Natakas nicht. Ho, ho! Sehe ich auch. Erledige sie, Kassandra. Bin schon dabei. Das müssen wir auch gar nicht. Alter Schwede, willst du mich verarschen? Kein Problem, Leute. Wo sind die jetzt auf einmal hin? Ah, da ist er.
Na, rede doch. Sie suchen nach etwas. Achte auf Ihre Körpersprache. Die sind auf Blut aus. Das kriegen Sie. Wir brauchen einen Plan. Wenn sich Natakas hier versteckt, könnte er mitten ins Getümmel hineingeraten. Wir sind wegen Natakas hier. Und es wird ein Blutbad für unsere Feinde. Cassandra! Will ich auch mal sagen. Cassandra, nein, wir brauchen einen Plan. Es hat Konsequenzen, wenn man mit dem Den Schützen hol ich mir! Ich lasse keine Waffe am Leben! Am Auge und der Augen für mich lächerlich. Natake, er ist hier irgendwo. Cassandra. Es war doch klar, dass wir uns wiedersehen. Ich sagte doch, vertrau mir. Es muss schwer für dich sein, immer recht zu haben. Es ist eine Bürde, die ich würdevoll trage. Nun, ich bin froh, dich zu sehen, Cassandra. Die Wahrheit ist, ich bin hier, weil dein Vater Kontakt zu mir aufnahm. Natürlich. Mein Sohn. Da ist noch was anderes. Wir müssen meine Mata finden. Es gibt immer noch Leute, die unsere Hilfe brauchen. Leute, die in Achaia gestrandet sind. Die Soldaten brachten sie zu einer Festung in der Nähe. Okay. Ich gehe sofort. Es könnten mehr Soldaten kommen. Wenn wir die Leichen hier lassen, erregen wir nur unerwünschte Aufmerksamkeit. Ich versammle die anderen. Versteck du die Leichen. Genau, mach du die mal die Arbeit. Die sind in der Festung auf den Klippen. Komm gesund zurück. Bring mir meine Mata zurück. Bitte. Ich sollte zur Festung gehen. Finde und befreie die Gestrandeten. Ich sehe sie. Okay. Schauen wir doch mal. Schauen wir uns die Festung mal an. Küstenwachen 10, Schätze 6. Da war ich schon mal in der Festung, glaube ich. Aber die habe ich leider nicht abgeschlossen, glaube ich. Wir müssen noch mal schauen, ob hier irgendwo ein Feuer oder so ist.
Schaut nicht so aus. Nicht, dass sie hier Hilfe rufen oder so. Okay. So, rein ins Getümmel. Ich werde natürlich nicht schleichen. Genau das wollte ich. Komm mal hier hoch. Penny alle, geht's noch raus. Lauf zu den anderen, am Fuß des Berges. Snacken immer schön alles. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal ein Stockwerk höher. One shot. Geh zum Fuß des Berges. Dort warten die anderen. Eine Söldnerin? Hast du dann. Kein Problem, mach ich doch gerne. Ah, hier hatten wir mal einen Kultisten erledigt. Stimmt. Die Kiste hier haben wir nämlich gesnackt. Das weiß ich noch. Schon ewig her. Wie liegt ihr noch hier rum? Alter Schlingel her. Hm.
Sehr schön. Ja, ich weiß ja, da ist es Ausrufezeichen. Ich habe schon gesehen, schon lange. Aber ich will hier erstmal alles holen. Nicht, dass hier auf einmal die Quest einfach mal so weiterläuft. So, okay. Dann haben wir das auch. Können wir hier noch? Das ist auch ein Schatz. Wir brauchen noch 3 Schätze. Das Ostrakon-Rätsel. Da ist noch ein Schatz. Ah, da oben noch. Okay, holen wir uns nochmal schnell die Schätze. Das Ostrakon-Rätsel und die 2 Kultisten. Wachen noch und dann haben wir das auch hier abgeschlossen, Leute. Wo ist denn das? Das sieht draußen aus. Ah, da hinten drin. Und vorbeigelaufen vorher. Oh, eine große Kiste. So, okay. Schatz noch. Was ist das für ein Geräusch? Der Papa ist da. Nicht zu sehen. So, das ist Rätsel. Wo war jetzt die blöde Kiste? Okay. Wir brauchen den letzten Schatz, der muss irgendwie hier unten sein. Warte mal, da gibt's hier einen Höhleneingang oder so. Einen Eingang. Wenn dann schon alles, Leute. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir alles fertig. Sehr durch hier. Hinten scheint die Kiste zu sein. Sind hier noch Gegner? Ja, oder sind Gegner? Da
Ich glaube, das sind eher Sklaven oder so. Sehr schön. Haben wir das abgeschlossen? Dann können wir wieder zurück in die Festung und machen den Rest noch fertig. Oder haben wir auch noch Ziele in der Höhle? Schaut nicht so aus, aber der wird jetzt hinten auch noch weitergehen. Ich schaue mal die Höhle nochmal an. Tun's die was? Ja, tut uns sechs. Ja. Wie bitte? Liebe Malle, schon mitnehmen, ich weiß ja nicht, was noch kommt, ob wir hier noch am Schiff irgendwas machen müssen oder weiter aufstufen können. Deswegen nehme ich immer alles mit, was ich so sehe. Hier ist nichts. Honig. Hier geht's wieder raus. Hier wird es wahrscheinlich in die Festung reingehen. Schaut gut aus. Oh, richtig schön versteckt hier. Ey, wie sollst du denn das sehen? So, okay. Dann gehen wir mal zum Ausrufezeichen. Und gucken, was da ist. Irgendwas Quest-Relevantes wahrscheinlich. Warnung: Kochen zu Asche und Asche zu Staub. Wir harren aus, verteilt über die Ägäis und warten darauf, dass unsere Zeit kommt. Sicherlich sind unsere Kräfte bei der Erfüllung eurer Ziele hilfreich gewesen. Ich denke, diesmal überschneiden sich unsere Ziele. Keine Sorge, unsere Abmachung steht. Wir brauchen nur die Adlerfrau. Wir haben euren Kult unterstützt. Jetzt werdet ihr euch revanchieren. Der Orkan. Wir haben dem Kult einen Gefallen getan und wollen nun die Gegenleistung. Unterzeichnet vom Orkan. Der Orden und der Kult arbeiten zusammen. Wenig überraschend. Okay. Okay, dann haben wir da schon mal eine Quest. Sehr schön. Wir könnten aber doch mal gleich schauen, ob es im Kultistenmenü jetzt wieder irgendwie so Älteste gibt. Orden des Ältesten. Nee, bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt da noch was. Also ich denke, da wird auf jeden Fall noch irgendwas kommen. Wir zerlegen mal Waffen, Leute. Knete haben wir genug. Wir brauchen Materialien. Wie geht's hier? Doch hier. Warnung. Okay, das haben wir vorher schon gerade gelesen. Gut, dann würde ich sagen, okay, einen haben wir schon. Die wollten wir jetzt aber nicht machen, die Quest. Die machen wir nebenbei dann. Wir machen hier weiter. So, wo ist denn unser Kamerad? Hier unten. Schaut euch die Aussicht an, Leute. Richtig nice. Sehr, sehr geil. Wir sind schon zu lange nachher. Der Orden wird uns bald einholen. Wir
werden gebraucht. Martha, mein Kind, es geht dir gut. Zeus sei Dank. Cassandra, du bist zurück. Du bist die Söldnerin, die uns rettete. Klar. Danke. Ich bin Kletter. Ich biete den Gestrandeten Zuflucht nicht weit von hier in Bura. Bura, Bura. Ich bin schon lange in Achaea, doch es hat sich verändert. Eine gefährliche Präsenz kommt immer näher. Ich fand eine Nachricht an jemanden namens der Orkan. Du kennst diesen Namen. Jeder in Achaea kennt den Orkan. Sie ist die skrupelloseste Schiffsführerin, die je in der Ägäis segelte. Wer sich ihr widersetzt, stirbt. Und ihr Zorn, sogar Poseidon fürchtet sie. Ich beherberge jene, die dem Orkan nicht entfliehen können. Aber sie können nicht ewig bleiben. Der Hafen ist abgeriegelt. Soldaten durchkämmen das Gebiet. Ich arbeite an einem Plan, sie aus Achaea zu schaffen. Wenn du helfen kannst, suche mich in Bura auf. Machen wir. Machen alles. Sie weiß mehr, als sie sagt. Das spielt keine Rolle. Der Orden ist hier. Amorges und der Rest werden uns unsere Taten in Makedonien nicht vergeben. Amorges wird nicht vergessen, dass der Jäger durch die Hand einer Verdorbenen starb. Sein Verstand ist schärfer als jede Klinge. Womöglich beobachtet er uns bereits. Studiert jede unserer Bewegungen und Entscheidungen, um unsere Schwächen aufzudecken. Die Gestrandeten kommen sowohl aus fernen Ländern als auch aus der ganzen griechischen Welt. Händler, Bauern, Seeleute, Familien. Sie werden gefangen und ausgefragt. Über Makedonien. Diese Leute müssen leiden, weil der Orden nach uns sucht. Diese Leute brauchen unsere Hilfe. Wir müssen etwas tun. Ist es nicht das, wofür wir kämpfen? Sind sie das Risiko nicht wert? Na, die hat gelauscht, anscheinend. Wir können sie nicht retten. Nicht solange der Orkan so stark ist. Wir müssen sie schwer treffen. Nur so bekommen wir die Gestrandeten nach Hause. Da sind wir uns alle einig. Wir sollten anfangen. Der Orkan hat keine Chance gegen uns. Gegen uns drei hat der Orkan keine Chance. Wir werden sie brechen. Und dann steht es dir frei, die griechische Welt für immer zu verlassen. Da bahnt sich doch was an bei dem Spiel. Ich gehe zum Hafen und spüre den Orkan auf. Sie kann nicht das einzige Mitglied des Ordens in Achaea sein. Ich halte Ausschau nach anderen. Bis bald, Cassandra. Bis bald. Ubisoft präsentiert Das Vermächtnis der ersten Klinge, Episode 2, Schattenerbe. Ich könnte zu Dareios und Natakas in Patrae gehen, oder ich könnte in Bura nach Kletter suchen. Mehrere Quests angenommen. Gut, Leute, und was wir machen in der nächsten Folge, bleibt auf jeden Fall dran, da werdet ihr es sehen. Ich bin echt gespannt, ich weiß selber noch nicht, was ich machen muss. Ich schaue mir jetzt mal die Quests an und ja, dann werden wir entscheiden, was wir da machen. Aber schaltet auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge ein, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst ja, lasst mir ruhig ein bisschen Support da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, sage ich immer. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.